Wir sind inzwischen kurz davor, unseren ersten legendären Brawler auf unserem neuen Brawl Stars Account zu ziehen. Wir haben den ersten Brawler, den wir heute maxen werden. Wir werden den ersten Brawler auf 500 Trophäen pushen und wir werden die neue Solo Showdown Challenge gewinnen. Also, das ist die Brawler-Auswahl. Wir haben einige schon auf 300 und jetzt wird entschieden. Wir hätten auch drei neue, die wir heute noch spielen müssen. Das ist der Devil Search und Boxerin. Aber die Frage ist, welchen Brawler machen wir jetzt auf maximales Level? Und das entscheidet ihr. Die Auswahl ist jetzt zwischen drei Brawlern. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr noch Power 11 sehen wollt. Also, wir haben Mortis zum einen. Dann haben wir natürlich den neuen Brawler Search. Und wir haben Buzz, den hätten wir auch schon auf 300 Trophäen. Die meisten haben sich entschieden, wir gehen einmal mit Buzz. Das heißt, wir wollen heute auch den ersten Brawler auf 500 Trophäen schaffen. Ich bin super gespannt. Buzz wird jetzt, müsste normalerweise eigentlich ziemlich gut werden. Ich meine, wir haben schon auf 300. Und damit schalten wir Star Powers auch frei. Das ist halt auch geil. Star Powers direkt zum Anfang. Let's go. Und kriegen wir denn überhaupt Power 11? Oh, bitte, reicht das überhaupt? Was? Oh, kacke. Das ist ja sauteuer. Ah, an der Stelle natürlich, wie immer. Wenn ihr mich supporten wollt, Creator-Code Jonas im Shop. Wir haben jetzt gerade nichts, aber ich habe gerade geschaut. Der war gar nicht drin. Mann, das ist ja total toll. Oh, wir kriegen die erste Star-Power. Kriegen wir auch die erste Dings gratis? Nein, die erste Star-Power kriegen wir nicht gratis. Ich kotze. Na gut, dann schauen wir. Ich hab's versprochen. Wie teuer ist das jetzt? 10 Euro. Oh, ich bereue es gerade ein bisschen. Aber gut, ich hab's versprochen. 140 Gems. Ich wusste jetzt nicht, dass es so teuer wird. Ich hoffe, wir kriegen nochmal auch die ganzen Münzen, Powerpunkte irgendwie zurück. Egal. Das erste Gear kriegen wir dafür gratis. Das ist geil. Wir machen auf jeden Fall Schadensgear bei Buzz. Das wird uns gut helfen. Wir machen die Star Power. 216 Gems. Oh Gott, ich bereue es gerade echt ein bisschen. Oh Mann. Clubshop. Kacke. Clubshop hätten wir gehen können. Oh nein, ist zu spät. Egal. Ja gut, viel bringt es uns nicht. Aber zumindest ein paar Münzen sparen wir. 750 Stück ist ja ganz geil eigentlich. Und leer. Perfekt. Kannst du mich in Clash Royale oder Brawl Stars schlagen und so 15 Euro gewinnen? Dann pass jetzt auf, denn ich mache ein ganz besonderes Zuschauertreffen. Am Sonntag, dem 12. Februar um 15 Uhr könnt ihr mich in Mannheim im Technoseum herausfordern und treffen. Ich freue mich auf euch. Okay, komm, wir nehmen noch das Speed Gear. Nochmal Münzen kaufen, ey, das ist echt, ne? Egal, okay, das musste für die Folge sein. Der erste Max Brawler heute und damit gehen wir rein. Wir wollen auf 500 Trophäen als ersten Brawler pushen, werden wieder alles erfüllen. Wir sind kurz zum ersten Legendären außerdem hier. Oh, wir haben übel die geile Auswahl dazwischen, sehe ich gerade. Und wollen natürlich wieder alles am Ende öffnen. Wir sehen es hier nochmal. Oh, die ganzen Modi hier und alle Quests müssen erledigt werden. Die erste Quest mit Buzz ist relativ einfach. Wir müssen 25 Cubes sammeln, während beide aktiv sind. Ich muss mir die Quest gleich nochmal durchlesen. Ich habe es nicht ganz gecheckt. Müsste eigentlich relativ simpel sein. Oh, dann können wir jetzt hier schon mal die erste... Stopp mal, wir sind jetzt Power 11. Sekunde. Passt auf. Ja, okay, gut, die war jetzt natürlich... Oh, der Frank ist gefährlich, aber wir sind Power 11. Das war mein 8-Bit-Mate eigentlich die ganze Zeit. Jetzt die Ems einfach stunnen, let's go. Ja, mit Power 11 ist halt jetzt krass. Wir haben sowohl Gadget, wir haben die Star-Power, wir haben die Gears. Das könnte jetzt halt so der erste gute Main-Brawler für uns werden. Und ich glaube, gerade für Showdown ist es geil, das ist die Frage. Wie gut kommen wir den Quest direkt voran? 10! Ey, das ist ja übel die Easy-Quest eigentlich. Oha. Okay, let's go. Wir sind in der nächsten Runde. 10 Cubes. Ey, dann haben wir schon mal direkt zum Anfang. Das ist eigentlich echt entspannt. Schon mal 250 Marken in nur zwei Runden oder so. Was wir jetzt hier eigentlich machen können, ist, wir warten ab. Wir ziehen uns jetzt an die... Ja, super. Das war eigentlich ein anderer Plan, aber egal. Aber klappt trotzdem. Und wir haben schon wieder 5 Cubes. Jeder Cube zählt halt für die Quest. Ist halt richtig gut, ne? Oh. Nice. Ja, wir sind auch ein bisschen überlevelt vielleicht. Jetzt haben wir hier noch einen 8-Bit. Der ist total langsam. Der wird nichts machen können. Sag ich doch. Ey, das ist so broken. Ja, der... Ich wollte eigentlich gar nicht auf ihn gehen. Ich habe einfach nur Auto-Aim gedrückt. Ich dachte, Auto-Aim wird eh gut funktionieren. Wow. Das ist broken. Ey, wenn wir 15 Cubes schaffen, haben wir die Quest. Komm. Wir müssen nur... Wir müssen jetzt am besten nochmal kurz überleben. Der muss noch respawnen. Er hat doch einen Mate bestimmt, oder? Oder ist der Mate down? Nice. Wir brauchen noch einen Cube. Nein, wir brauchen noch einen Cube für die Quest, bitte. Einen noch. Kill den nicht. Kill den nicht, bitte. Kill den nicht. Nein, das ist jetzt so dumm. Das ist so, lass mich raten, es fällt ein Cube noch. Ja, geil. Danke an den Mate. Ja, wir brauchen jetzt einen Cube für die Quest noch. Ich fühle mich echt ein bisschen getriggert, aber gut. Hier, Gadget. Okay, ich war komplett daneben, aber egal. Ja, also die Cube-Quest haben wir jetzt eh geschafft. Aber einen Win mitzunehmen ist ja auch nicht verkehrt, ne? Der hat gar keinen Bock auf uns. Ja, auf der Höhe Power 11 Bass ist halt auch unverschämt, ne? Muss man wirklich sagen. Der Grables hat auch probieren. Der ist so im Verzweifeln. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Nee, doch nicht. Ich nehme alles zurück. Oh, und noch der da. Uiuiui. Das ist geil. Das wird nice werden. Mal schauen. Wir sind schon mal auf. Wow. Drei Quests auf einmal. Oha. Wie gut. Die Bass-Quest auch erledigt, aber wir wollen ja eh auf 500, wie versprochen. Okay, komm. Also, die ersten... Oh, wir kriegen sogar Credits für Stu. Stu werden wir heute safe hinkriegen. Okay, die haben wir noch offen. Wir müssen auch die neuen Brawler von der letzten Folge eigentlich spielen, fällt mir gerade auf. Okay, wir dürfen die neuen Brawler nicht vergessen. Wir haben noch die Boxerin, wir haben noch Daryl und wir haben noch Surge eigentlich. Oh, das...
Ja, wir haben Duoschorle nochmal. Oh mein, okay, gut, das ist natürlich jetzt, okay, das ist free. Okay, let's go. Also, erster Brawler-Bass auf 5er Trophäen. Wir gehen's an. Kommt direkt die erste Runde Brawl Ball jetzt. Wow, das Gadget war absolut trash. Aber die Gegner, was ist mit den Gegnern bitte los? Hä? Der Mortar steht einfach nur hinten rum und macht gar nichts. Der Karl ist ganz lost gewesen und der Ash weiß ich auch nicht. Irgendwie alle so ein bisschen, ne? Der Mortis, Junge. Das tut mir echt ein bisschen leid. Ey, Bass ist so broken, ne? Ihr seht's. Karl und jetzt ist der Mortis aufgewacht. Geil. Wie hoch sind wir eigentlich schon mal? Wir sind damit schon mal auf 337. Zack. Nice. Das ist natürlich dieser dumme Mortis. Er spielt den Ball zu mir. Ehrenmann. Nice. Und Biestern. Nice. Und jetzt haben wir es eigentlich. Ich hab die Ult. Na, der Ball war jetzt nicht so. Ah, shit. Oh, bin ich dumm. Das war my bad. Okay, das war auf jeden Fall my bad. Oh, ich wollte gerade sagen. Alter, Overtime einfach gewonnen. Oh, der wird so weggestunt. Nice. Okay, komm, entscheidende Runde schon mal für 400. Rein. Zack. Die Sandy auch noch direkt mitnehmen. Und Tor. Das ist so geil. Ey, 400 Trophäen schon mal. Geil. Rein. Und gekillt. Boah, das ist so broken. Ey, der passt zu mir, war jetzt aber nicht so schlau. Ich war sowas von dead nämlich schon. Ja, das war schön. Gipo ist halt auch nice mit der Jackie. Oh, oh. Oha. Nice, let's go. Okay, wir sind ein Game für Rang 19 schon mal. Das ist der erste Brawler Rang 19 jetzt. Okay, entscheidende Runde schon mal für Rang 19. Auf geht's. Und dann sind wir eigentlich auch schon relativ gleich da, ne? Das ist echt nice. Jetzt können wir hier nochmal stunnen entspannt. Der hat gar keinen Bock mehr. Ja, ist krass. Ich zieh mich nach vorne. So. Ich zieh mich nochmal nach vorne. Nice. Ja, das war gut. Rang 19. Sehr, sehr geil. 11 Trophäen entfernt von Bass auf 500. Das ist schon mal echt ziemlich nice. Wir haben jetzt einen Edgar als Mate. Ich dachte mir, komm, wir machen die vorentscheidende Runde Duo. Und die entscheidende gehen dann gleich Solo-Shotten. Und ich bin auch so dumm und sterbe. Oh Gott, mein Mate carried mich einfach, hä? Nicht schlecht. Nein, WTF. Nice, richtiger Kill, sehr gut. Hol ihn dir, schnapp ihn dir. Alter, mein Mate ist so ein Ehren... Oh Gott, ich bleib vor dich. Oh Gott, das war so eine Penny. Jetzt hätte ich fast mit dem Streuschaden mein Mate weggekillt. Aber wir haben es, sehr geil. Der hat gar nicht mitgerechnet. Ich hab's halt komplett gewusst, weil die Ult aufgeladen wurde. Nice. Das letzte Game haben wir schon mal 5er Trophäen mit Bass. Das ist der erste Brawler auf Rang 20. Könnt ihr hier nochmal gerade zeigen. Das ist für den Account schon mal ziemlich nice. Vor allem mit Power 11. Der ist es ein bisschen überlevelt vielleicht für den Account. What the fuck. Entscheidende Runde für den ersten Brawler auf 500. Ich will jetzt gewinnen. Ich will Platz 1 werden. Direkt im Anschluss pushen wir dann unsere drei neuen Brawler. Und was wir nicht vergessen dürfen. Evil Team. Ist dein Ernst? Die wird so fett rausgenommen. Zack. Die hat auch kein Gadget. Und direkt danach müssen wir natürlich noch alle Quests erledigen. Und ich will unbedingt noch einen neuen Brawler heute freischalten. Zack, den nehmen wir auch raus. Wurde nicht gestunt, leider, egal. Halt alle Quests erledigen, alle Brawler machen gleich schon 5 Pushen. Und sie sind so fett ekelhaft am Team da hinten. Ich liebe es. Und die hilft noch mit. Ist die dumm. Wir spinnen uns. Und bringen noch ein Emoji. Zack. Nice. Zack. Und auf Platz 1 holen. So, zack. Dodgen. Er hat uns noch getroffen. Aber egal, wir haben ihn, oder? Ja, wow. Bisschen unfair mit Power 11, aber da sieht man auch diese Power-Unterschiede. Mit Power 6, Power 7 müssen wir so schwitzen. Jetzt haben wir einen Pay-to-Win-Brawler auf 500. Erster Rang 20er. Und jetzt geht's zu den neuen Brawlern. Wir haben noch einen Haufen Quests. Wir werden auch so viel im Partys abholen können. Okay, wir haben Search. Oh, kacke, wir haben keine Münzen mehr. Komm, es ist schwierig, aber wir machen es als Challenge. Wir müssen die drei neuen Brawler Power 1 jetzt pushen. Wir hatten gerade Power 11. Jetzt geht's rein, aber du schon für die Quest wenigstens. Wir haben doppelt Search, was? Wir sind beide Power 1, hä? Search, übel geiler Brawler. Müssen wir eigentlich immer den Next pushen auf 750. Wir müssen halt irgendwie ein Dummes finden, der uns die Ult auflädt. Ah, danke. Wir haben ihn gefunden. Ja, aber es war auch knapp. Oh nein. Ohoho, Junge. Wir sind so ein geiles Search-Team. Nein. Oh, wir sind doch kein geiles Search-Team. Ich nehme es zurück. Jetzt der Karl aber. So, jetzt geht's ab. Passt auf. Jetzt, der wird gar nicht damit rechnen, der Brock. Zack. Ohoho. Alter. Die Penny kann nichts machen. Wir haben 16 Cubes. 18. Wir können jetzt eigentlich hier rüber. Das ist so bad. Seht euch an. Boah, wir fliegen ja richtig. Was? Oh. Leute, wir haben noch eine Herausforderung schon längst geschaut. Hä? Warum schreiben das so viele gerade rein? Ey, das sieht so geil aus. Hä? Wie nice. Komm, nochmal mit dem bitte. Ah, geht nicht. Schade. Egal. 2 von 8 schon mal. Und so pushen wir jetzt erstmal entspannt den ersten Brawler auf Rang 5. Und zwar Search. So, zack. Ja, der war gut. Nice.
Weg, weg, weg. Oh. Jetzt sind wir wenigstens mal schneller, aber... Oh Gott, oder? Oh mein Gott. Baiten, baiten, baiten in die Cubes. Ja. Und zack, da ist der Carry. Oh, 7 Cubes. Oh, gar nicht gecheckt. Oh shit, ich muss jetzt echt aufpassen. Und zack, überraschen. Oh Gott, Alter, die Runde ist intens. Die Runde ist sehr intens. Made it wieder down. Da. Wieso fokussen mich alle so hart? Wir müssen es mehr in die Mitte auf jeden Fall gehen. Das ist klar. Zack. Bam. Oh, nee, es reicht noch nicht. Du musst ihn jetzt rausnehmen. Du musst ihn rausnehmen. Das kann nicht sein. Ja. Level ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schieß runter. Schieß runter. Oh, ey. Geile Runde. Okay, let's go. Entscheidende Runde für Search. Rang 5. Danach wird der nächste Brawler ausgewählt. Und die Quest können wir auch gut voran. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber ihr habt es vielleicht gesehen. 8 Showdown-Siege für die Quest. Dual Showdown-Siege. Die Map ist es auch nicht wirklich gut für uns, ne? Muss man jetzt fairerweise. Ach, es war gar nicht sein Mate. So chillig. Das ist aber sein Mate. Der hat so mies uns die Cubes geklaut. Jetzt aber. Wie er doch den Emote macht. Aber der ist irgendwie total lost, keine Ahnung. So, jetzt hier den Boxer. Bam. Ich finde auch krass, wie die Deutsche noch im Nahkampf sein kann. Das ist geil. Wir werden da gut vorankommen. Und zack. Bam. Da haben wir den nächsten Brawler schon mal auf Rang 5. Let's go. Wir sehen auch hier die Quest. 5 von 10 Mal nochmal spielen und 6 von 8 Duo siegen. Und das Gute ist jetzt hier, wir sehen es, alle Brawler Rang 5. Das wollen wir auf jeden Fall mindestens schaffen. Daryl und Boxerin fehlen jetzt. Wir gehen rein. Erste Runde mit Daryl. Auf geht's. Der nächste neue Brawler. Daryl ist halt gerade die Rolle cool. Aber Power 1 ist das halt gerade... Oh mein Gott, Sekunde. Ich nehme alles zurück. Wenn wir die Cubes kriegen, ist alles einfach. Oh, die wollen auch die Cubes. Komm, wir müssen uns so ein bisschen versuchen, fernzuhalten. Aber ich habe halt nur Power... Ich bin halt nur Power... Warum geht mein Mate nicht zu den Cubes hin? Ich dachte, da geht er jetzt wenigstens hin. Der läuft irgendwo auf. Oh mein Gott, Alter. Lauft ihr zu den... Oh mein Gott, er stirbt noch. Ich sterbe auch noch. Oh Mann, und die Cubes. Er muss doch die nehmen im 1 gegen 1 gegen deinem. Er hat sie, er hat sie. Sie sitzt. Oh mein Gott, die Runde, die Runde. Kann ich wegrollen? Oh mein Gott, seid ehrlich, wie ich da entkommen bin. Erste Runde, das war geil. Zack. Überrollt. Und überrollt. Das war nur schlecht, überrollt, aber egal. Der wehrt sich irgendwie gar nicht. Oh, jetzt. Nice. Erster Sieg. Sehr geil. Und wir schauen mal ganz kurz für die Quests jetzt. Wir sind bei 9 von 7 von 8 Siegen für Duo. Tresorab und Hotzone. Wir müssen mal schnell schauen, wichtig. Och nein, Tresorab haben wir nur da drin. Oh. Nice. Bei Daryl ist halt auch geil, dass sich die Ult automatisch auflädt, ne? Der denn jetzt? Nice. Ja, kriegst du, sehr schön. Und der Weg geht auf Suche für uns, für die letzten Gegner. Ey, die bringt sich oben, wie langweilig. Nee, ja doch nicht, die täuscht an. Also, schlau. Wir haben die Duo Showdown Quest geschafft. Wir haben die nächsten 500 Marken damit. Junge, was ist das denn? Der macht Creator Code Lukas Werbung fett die ganze Zeit. Der ist noch die ganze Zeit online. Bitte an den Cutter, da muss Creator Code Jonas drüber. Wir müssen Kills machen. Das heißt, ich werde sehr, sehr, sehr offensiv spielen. Nice. Hauptsache, ich starb um die Kills. Alter, was macht der Jean da hinten? Der gewinnt 1 gegen 2 gegen eine Boxerin und das ist eigentlich unmöglich. Aber gut. Ich weiß nicht, ob er nach dem benannt war, aber ich kenne jetzt keinen anderen zumindest. Junge, dieser Kack-Ape, er steht neben der Zone. Das bitte ins Video reinpacken. Er steht neben der Zone. Er hat die Zone komplett im Griff, aber er steht nebendran. Es ist wirklich nicht zu fassen, was die machen. Die checken aber auch nicht, dass sie mal unsere Zone... Ey, das hilft mir auch keiner. Die stehen hinten dran. Gut, ein bisschen haben sie mir geholfen. Wir sind Rang 5. Uns fehlen 5. 5 Sekunden für die Kack-Quest. Egal, wir haben 50 Trophäen mit Daryl geschafft und die Quest mit Daryl haben wir auch geschafft, aber die 5 Sekunden triggern mich. Egal, die holen wir uns jetzt mit der Boxerin sowieso. Stimmt, die fehlt nämlich auch als letzter Brawler. Dann haben wir alle Rang 5 wieder. Also, die Boxerin ist der letzte neue Brawler für heute. Ohne Witz, mein Lieblings-Brawler immer gewesen in den YouTuber-Battles für die Turniere. Sehr, sehr simpel halt und das Schild ist halt schon krass. Ich habe halt nur privat ein bisschen gezockt, aber nicht so viel. Nice. Let's go, sehr gut. 11 gibt's schon mal. Hey, wir haben übel viel heute in der kurzen Zeit geschafft. Der Disconnect. Ich fühle ihn. Letzte Runde. Wir sind im entscheidenden Match für den letzten Brawler auf Rang 5. Wir müssen aber Platz 1 werden. Ansonsten haben wir nicht den Rang 5 Brawler. Ja. Oh Gott. Hey, wieso läuft der da raus? Der Angst, wahrscheinlich Angst vor mir. Ja, also wenn wir da nicht Platz 1 werden, weiß ich auch nicht. Es sind noch ein Poco und ein Barley übrig. Ich mache mal hier die Ult einfach schon mal. Ja, also das wird... Alter, bleib stehen. Nice. Let's go. 10 Cubes. Und das bedeutet, wir sind bei Rang 5. Einmal müssen wir nochmal spielen drücken. Das wäre geil. Da haben wir es. Ey, insgesamt auch 350 Trophäen schon jetzt gepusht. Und wir haben noch einiges vor uns. Okay. Shelly oder Buster zuerst.
Nee, ich mach selber. Ich entscheide Buster zuerst, weil dann können wir Shelly auch in der Showdown-Quest machen. Wir müssen einfach nur 5 Sekunden diese Kack-Hotzone erobern. Dann haben wir die Quest erledigt. Also am besten gewinnen wir einfach und dann bin ich happy. Oh. Nice. Geh in die Zone zurück. Geh in die Zone zurück. Ja, wir sind einfach Schuss rangekommen. Oh, nicht schlecht sogar. Nice. Oh. Nice. Hotzone geschafft. Das bedeutet wieder 500 Marken. Und wir müssen einfach nur noch... Ja, das schaffen wir easy. Okay. Dann lasst uns doch probieren, die Tresor-Quest noch zu schaffen. Jetzt aber. Voll erwischt. Aber komplett erwischt. Ja, wenigstens noch 2 Gegner mitgenommen. Zack. Ja, ich denke, es war es wert. Wir gewinnen die Runde für Buster. Und jetzt bin ich gespannt. Ey, ich hoffe, es waren viele Kills. Okay, 6 Gegner. Jetzt aber. Dritter Block auch aufs... Oh ja, oh ja. Wow. Wow, okay, das war doch mal ein schönes Ende. Jetzt mal... Komm, es sind noch 8 Sekunden. Das ist noch Zeit für Kills. Es ist noch nicht vorbei. Ja, ja doch. Noch ein paar Kills mitgenommen, okay. 14! Wieso habe ich die erste Runde so verkackt? Okay, 4 Kills brauchen wir noch, die schaffen wir auf jeden Fall. Ja, ja, für die Quest, komm. Okay, also 4 Kills, dann müssen wir jetzt durch am besten. Ja, die Runde wird jetzt halt nochmal 2,5 Minuten bestimmt uns kosten, da kommen wir nicht dran rum. Ah! Oh, das ist auch ein Geist, kann ich den einsammeln? Danke. Damit, jawohl, Alter. Soll ich den auch noch mitnehmen? Nice! Ey, das ist eine gute Runde, das ist eine gute Runde. Tschüss. Wow! Das war natürlich jetzt dumm. Sag ich ehrlich. Trifft nicht. Nice. Ja, wow. Oh! Ohne mal drauf wollten. Jawoll! Okay, sag jetzt bitte, dass ich die Quest geschafft habe. Ansonsten kriege ich echt die Krise. Und. Ja, und auch schon 42.000 Schaden gemacht mit Shelly. Ha! Ey, voll gut! Ball kommt, Ball kommt. Ey! Oh, ich hab fast noch geschossen, das wär's gewesen. Nice. 33.000 Schaden. Ihr seht's auch neben mir, ne? Die Hälfte haben wir. Ult. Damage. Und die auch noch. Ult. Ja. Oh, das war nochmal nice. Und. Let's go. Das waren über 35.000. Sehr, sehr geil. GGs an meine beiden Mates. Und damit gehen wir, wie versprochen, noch in die Solo-Showdown-Herausforderung. Richtig gute Belohnung. Friedhofsfall. Ich liebe den Modus. Ey, wir haben Max Speeds dadurch. Das ist auch nice. Ja, lieber den Double-Schuss, würde ich sagen, persönlich. Schild auf jeden Fall natürlich. Und Damage. Und Schuss. Der arme Edgar. Der die ganze Zeit gewartet und dann wird er abgeschossen direkt. Sehr geil. Also wir sehen eben, mit diesem Trick verlieren wir kein Leben, ne? Mit Schild. Wir dürfen einfach nicht angegriffen werden. Und unser Schild hier hielt uns mehr, als dass wir Leben verlieren. Das ist halt, ihr seht das hier, das ist unglaublich OP. Also ich muss, glaube ich, gar nicht sagen, wie OP das ist. Ihr seht es euch hier selber. Das wird uns durch die komplette Challenge carryen. So, macht ihr mal weg hier den Surge, bitte. Er trifft halt überhaupt nicht. Was ist das denn? Ist der Crow. Ja, komm. Was ist das denn jetzt? Das Kessel nehme ich auch noch ein. Ja. Ist nicht schlimm. Wir müssen nur Top 4, denke ich, kommen, oder? Genau. Also Top 4 ist ein Win. Das heißt, wir sind weiter und wir kriegen 50 Marken. Und wir sollten ganz nebenbei... Wie viel fehlt uns noch? Wie kriegst du bestimmt? 160, komm. Oh. Ey, der Devil tut mir echt schon ein bisschen leid. Ah, der hat einen Kill gemacht. Ist eigentlich egal, dann können wir jetzt eigentlich eh reingehen. Moin. Ja, wenn wir eh gewinnen, ist eh gut. So, wir können eh offensiv gehen, ist eh egal. Ja, nice. Let's go. Zweite Runde überstanden. Nice. Oh, 150 Powerpunkte. Die haben wir eh ausgegeben von fast alle. Sehr gut. Nehmen wir das Schild Star Power. Oh, eine neue Map Dornendünen. Oh nein. Ich muss jetzt irgendwie diesen Kack. Egal, ich hab ihn getroffen. Der muss mir jetzt nur diesen einen Schuss geben. Ja! Full life. Wir haben eh gewonnen. Top 4. Der hat sich auch so, was macht die denn da? Die dritte Belohnung. Wieder 80 Marken. Geil. Das bedeutet, wir sind schon bei 8 von... Oh, wir schaffen das Safe mit Stu noch. Das ist so dumm von ihm. Das ist so dumm. Oh, wir haben ihn so hops genommen. Wir haben nicht mal einen Hit bekommen. Und dadurch können wir nämlich jetzt Full life bleiben. So, wir sind eh schon weiter, also egal. Wir haben trotzdem gewonnen. Hä? Was machen die denn alle? Nice. Er ist sogar Erster geworden, obwohl ich einfach reingelaufen bin. Ah, es ist relativ even. Okay, nächste Map. Wir sind schon bei Phase 3 jetzt.
Wann ist denn dein? Ah, jetzt habe ich natürlich beides, aber aus Versehen gerade der Schuss. Oh, wir haben nicht getroffen worden. Das ist so wichtig, ne? Ganz gefährlich. Nice. Und raus. Oh, ich war ich gar nicht richtig drauf geschwitzt gerade, den zu treffen, aber sehr nice. Ja, schade. Och Mann, hätte ich nicht schwitzen müssen. Wir haben, glaube ich, den nächsten Brawler, oder? Als ob es reicht. Wir haben es genau geschafft, wir haben Stu. Wie nice. Da haben wir ihn. Stu freigeschaltet. Ihr habt euch Stu gewünscht, wir hätten noch Bo oder Pam nehmen können. Was für eine geile Auswahl. Die meisten wollen Max, ich bin auch für Max, ich finde Max auch übel nice. Wir müssen Max auch pushen eigentlich auf dem Main-Account, ist jemand 50. Max, nice, Max ist eh geil. So, jetzt nicht verkacken, wichtig ist vor allem, dass wir eben einfach keinen Damage kassieren am Anfang. Problem dagegen ist für uns, dass wir, das war ein bisschen dumm, dass wir keinen Werfer haben, den wir jetzt gut pushen könnten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, knapp gemisst. Jetzt haben wir ihn direkt, sehr schön. Tschüss. Jo, die kann einpacken gehen, würde ich sagen. Oh, der Chrome ist aber jetzt auch... Ah, schade. Ja, ich muss echt das andere nehmen. Kann bestimmt auch für wenige Gems fortsetzen oder so, ne? Nice. Oh, die will ich mir jetzt schon holen. Tschüss. Nee, schade. Ey, okay, das ist jetzt asozial. Okay, schreib mir mal rein. Schild oder Dings. 500 Powerpunkte sind eh nice. Wir sind in Phase 4. Oh, eine offene Map. Das ist sehr gut. Ich mach Damage Star Power, ja. Statt Schild, würde ich auch sagen. Das ist, glaube ich, in dem Modus besser. Okay, oh, das sind viele Kisten. Ah, das ist so eine alte Map, die habe ich früher immer gespielt. Okay, wir holen erstmal den Cube. Wir müssen einfach vor allem souverän bleiben, dass uns keiner angreift. Das ist das Wichtigste am Anfang. Okay. Wird jetzt schwieriger werden, ne? Wir sind jetzt schon bei, ich glaube, 7 Siegen dann, ne? Nice! Nein! Ja, alles im Griff, alles im Griff. Da kommt ein Crow. Verpiss dich, nein. Ich brauche noch einen Hit auf irgendwen vielleicht, weil die anderen haben alle ziemlich viel Leben noch. Oh, shit, Alter. Was ich machen könnte, wäre folgendes. Yes! Yes, chillig. Schade. Oh, ich habe gut getroffen, sehe ich gerade. Nice. Die Gadgets carryen so hart rein gerade, ne? Nice. Geht. Geht so, geht so. Ja, der ist geslowt, Rip. Ja, der kann das campen einfach wahrscheinlich, ne? Ey! Ja, schwierig. Aber trotzdem, wir kommen voran. Wir haben jede Runde bisher gewonnen. Platz 3 sind wieder 150 Powerpunkte. Das ist gut. 3 Siege noch. Die holen wir uns. Dann haben wir 10-0. Let's go. Jetzt nicht verkacken in der entscheidenden Phase. Let's go. Nein, nein, weg von Tick, weg von Tick. Dann ist unser Schild direkt flöten. Oh, wir haben getroffen. Wir haben getroffen. Ich bin gerade halt ein bisschen eingekesselt hier. Ich will also auch nicht vom Spike. Nein! Oh, ja, haben wir nur getroffen, Rip. Kann natürlich mit ein bisschen Luck reichen. Jawohl. Ja, wir sind eh down, egal. Alles gut, let's go. Genau gereicht. Wir haben jede Runde bisher gewonnen. Bial auch echt richtig krass. Tick ist auch nice, aber ich glaube, B ist nochmal nicer. Crow ist vielleicht Crow ist eh nochmal geiler. Egal, haben wir nicht. 300. Sehr geil. Finale Phase, Auge des Sturms. Das Gadget ist doch so... Oh, wir haben die getroffen. Wir haben direkt getroffen. Geil. Und unser Schild-Gadget hält uns halt. Das ist gut. Ja, B ist aber schon... Was? Sie können... Jetzt greifen sie auf jeden Fall an. Nach der Aktion. Haha. Die kann durch die Wand schießen, als auf uns angewendet. Ich hoffe, die geht dafür down jetzt. Okay, bleiben defensiv im Moven vor. Schild geht jetzt halt wie Schummeln gefühlt. Ganz ehrlich, in dem Modus. Moin, Brock. Er ist absolut lost gewesen, WTF. Danke dir. Alter, Ehrmann. Geholfen. Ja, gut, 7 Cubes wird kritisch. Außer er trifft natürlich nicht. Dann ist chillig. Ja, er trifft natürlich. Schade. Ja, zuerst geschossen. GG's. 300 Münzen. Der letzte Win. Dann haben wir 10 zu 0 geholt in der Challenge. Komm, dann holen wir noch einen ersten Platz danach für 3-4. Und dann holen wir alles ab. Volltreffer. Nice. Volltreffer. Let's go. Nein! Aber auch von ihm. Nein! Der hat die... Oh mein Gott, ich bin so doof. Ich hab überhaupt nicht mehr da... Ein einziger Win. Wer ist da hinten? Ein Brock. So, da ist ein Crow drin. Volltreffer, wichtig. Brock haben wir direkt finished. Nee, leider nicht, leider nicht. Es können halt überall Camper sein, das wisst ihr halt nicht. Vor allem so ein Tick-Camper habe ich halt Angst, dass irgendwo so ein Tick drin campt. Weil den können wir auch nicht dodgen. Okay, alles rein, alles fein. Oh, da oben. Da oben ist ein Brock, Achtung. Finished. Sehr gut. So, jetzt warten wir auf jemanden, der die Cubes holt, bitte. Hallo. Nein, aber komplett gemisst, leider. Es gibt noch einen Crow von unten. Das ist kacke. Das ist richtig kacke gerade. Nice. Gute Position jetzt auch. Ein Platz noch. Ja, ja, das haben wir normalerweise. Oh, der kann jumpen. Weg, 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 weg. Ist er dumm? Was macht er denn? Nice. Die letzten Hits waren wichtig, aber wir haben trotzdem jetzt ein Problem eventuell. Ja, nicht getroffen. Getroffen, wichtig. Yes.
Der war so wichtig. Ja, hat uns nicht getroffen. Er muss es offensiv gehen eigentlich. Komm, ein Platz. Yes, er musste offensiv gehen und jemanden rausnehmen. Und damit sind wir in den Top 4. Und damit ist eh eigentlich alles entschieden. Spinnen sich ja alle und freuen sich, weil sie gewonnen haben. Nice. Wir schwitzen immer ein bisschen, aber wird das eh nichts bringen. Nice. Ich nicht ein einziges Mal treffe, jetzt. Ja, Full Life. Nein. Oh, als ob ich nicht treffe, trotz Team. Ja, zu zweit, aber trotzdem. Challenge gewonnen, einmal verloren. B super stark. Crow, würde ich sagen, ist noch ein Ticken besser persönlich. Sehr, sehr geil. Glückwunsch. Und dann gehen wir wie versprochen noch direkt in der Runde. Dann haben wir nämlich 3400 Trophäen direkt. Na, wir verlieren das halt Leben, ne? Stimmt. Vergessen. Eigentlich müssen wir nur offensiv gehen, oder? Oh mein Gott. Achso, wir haben ja noch direkt. Ja, okay, alles gut. Zack. Zack. Nix. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, wir haben den Busch gar nicht ausgecheckt. Bin ich ein bisschen unvorsichtig gerade. Nice. Komm raus. Tschüss, Jesse. Dynamax ist natürlich jetzt ein bisschen eklig tatsächlich. Ja. Nice. Da ist der erste Platz und damit werden wir alles abholen. Sehr, sehr nice. In 2 Stunden die Challenge geschafft, den ersten 500er Brawler, Stu freigeschaltet, Power 11 und die Solo-Shotter-Challenge gewonnen. Let's go. Die Kills abzustauben ist so wichtig, weil du alles zurückbekommst. Ich sag mal Full Life wieder, wenn man einen Kill bekommt, ne? Rein da. 3-4. Wir gehen, würde ich sagen, mal zuerst Trophäenfall. Ich glaube, der ist jetzt nicht so wild. Bei den 1000er-Stufen ist er mal krass. Wir schon rein. 200 Münzen. Okay, was bekommen wir alles? Kriegen wir auch einen neuen chromatischen Brawler vor allem. Und wie viele Marken und was kriegen wir überhaupt alles zusammen? 25 läppische Marken, Alter. Das verstehe ich halt nicht. Die ersten Marken für Max zumindest, aber bei 3000 haben wir fast 1000 Marken bekommen. Und jetzt 25 bei 3-4. Die Zwischenstufen sind halt echt klein, aber die 3000er-Stufe ist dann so krass. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Ihr seht es schon hier. Wow. 14 Stufen geschafft wieder. 14 Stufen. Also 7. Jeweils 2. Der Pass läuft noch 30 Tage. Ist dann irgendwie schade, wenn wir den durch haben. Aber trotzdem. Machen zuerst die Münzen. Da haben wir heute auch einiges nachkaufen müssen. Das ist eh gut, dass wir jetzt wieder ein paar Münzen über haben. Und zwar insgesamt 3, 9. 4000 fast. Sehr gut. Okay. Dann die Pins. Ein Pin. Die sind ganz cool für Manny. 10 Gems zurück, warum nicht? Okay, Powerpunkte 185. 1600 Powerpunkte sind nice. 185 Powerpunkte. Okay, Credits oder Chroma Credits zuerst? Mach mal Credits zuerst. 45 jeweils. Es ist halt so satisfying, wie auch Max da oben angezeigt wird, ne? Und wir haben schon mal 200. Das ist schon eine Menge. Und Chroma Credits 40. Och, wir haben 90. Egal. Geile nächste Folge. Wir werden weiter vorankommen. Nächste Folge 4000, würde ich sagen. Auf jeden Fall drin. Und dann machen wir wieder einen neuen Brawler Stu und bald den ersten legendären. Stimmt. Oh, es wird geil werden. Hier ist noch der Abspann verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Auch die letzte Folge, wenn ihr sie verpasst habt. Und noch ein weiteres Video. Und die komplette Playlist mit allen Folgen zum Projekt. Falls ihr irgendwas verpasst habt, haut rein. Bis zum nächsten Video. Danke für den Support. Ciao.